Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Raspberry Pi SD-Karte mit GNOME-Disks sichern. In einem anderen Video habe ich schon demonstriert, wie man die SD-Karte am PC mit DD oder Partclone sichert. Neben diesen beiden Tools gibt es außerdem noch die Kommandos DD-Rescue und DD-Rescue, die aber meistens nachinstalliert werden müssen. Für den Fall, dass einem die Sicherungsbefehle aus dem Gedächtnis entflohen sind oder man den Mauszeiger nicht unbedingt in Richtung Terminal-Icon bewegen möchte, gibt es das Tool GNOME-Disks. GNOME-Disks gehört zum Standard von Linux Mint, muss also nicht nachinstalliert werden. Man klickt auf Menü, Zubehör und Laufwerke. Und die Sicherung oder Wiederherstellung der SD-Karte kann beginnen. SD-Karte auswählen, wobei man auch Abbilder von anderen Laufwerken, zum Beispiel von USB-Sticks, erstellen kann. Man klickt auf das Zahnrad hier für weitere Aktionen oder hier unten für weitere Aktionen und kann anschließend die beiden Funktionalitäten Laufwerksabbild erzeugen und Laufwerksabbild wiederherstellen zum Einsatz bringen. Laufwerksabbild erzeugen, um ein Image von der SD-Karte zu machen und Laufwerksabbild wiederherstellen, um das Image dann wieder auf die SD-Karte zu kopieren. Und gleich mal ein Abbild erzeugen. Dann den Zielordner angeben, den Namen der Image-Datei und auf Erstellung starten klicken. Passwort eingeben und OK. Der Fortschritt wird dann mit angezeigt. Das war unser Powerforum Screencast. Ciao und viel Glück!